Ein Mythos umgibt den Maschinenbau Made in Germany. In Karlsruhe wurde er mitbegründet von einem der bekanntesten Ingenieure, Karl Benz. Hier wollen wir den Maschinenbau auf den Prüfstand stellen, mit Jonas und Paul. Die Studenten in Karlsruhe sind bis heute Weltklasse. An das Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT, holte 2016 das Rennwagenteam den WM-Titel. Paul lüftet ihr Erfolgsgeheimnis. Also es ist sehr, sehr, sehr viel Teamarbeit. Das Handwerkzeug, das man aus dem Studium mitkriegt, das ist, es muss jeder lernen, aber das wirklich Anspruchsvolle ist es dann in einem großen Team wirklich umzusetzen. Also ist das Maschinenbaustudium nichts für verkopfte Tüftler, die schweigend über ihre Konstruktion brüten wollen. Studenten lernen hier in Projekten gemeinsam anzupacken. Und ja, Maschinenbauer sind schon auch Technik-Nerds. Im Team von KA Race Inc. entwickeln die Studenten jede Saison einen kompletten Rennwagen, vom Leichtbauteil bis zum Motor. Alles in ihrer Freizeit. Die Belohnung? Ein wahr gewordener Jungstraum. Stimmt, das stand ja auch in der Mail. Genau. Aber warum ist für Sie Maschinenbau, die Urform aller Ingenieurstudiengänge, so attraktiv? Im Maschinenbau ist es aber so ein breites Feld. Das geht von einem Smartphone, da ist super viel Ingenieurswissenschaft drin, über ein Auto bis hin zu einem riesigen Kernkraftwerk. Oder eben ganz andere Sachen wie Roboter. Je komplizierter die Technik, desto anspruchsvoller das Studium. Maschinenbau gilt als mega schwer. Unser Check geht weiter an Deutschlands größter technischen Hochschule, der TH Köln. Christoph macht hier seinen Master. Was erwartet Studenten zum Beispiel im Angstfach Mathe? Es ist viel mehr Stoff in kürzerer Zeit als in der Schule, aber definitiv machbar. Das Studium ist nicht einfach, sagt Christoph. Aber die TH Köln lehrt praxisbezogen. Ob Softwareprogramme, mit denen Ingenieure in Unternehmen arbeiten, oder die Grundlagen. Mathe, Mechanik, Physik, Wirtschaft und Elektrotechnik. Was Christoph im Job brauchen wird? Keine abstrakte Theorie, sondern die Fähigkeit zum Selbststudium. Hier brechen nur noch 20% das Maschinenbaustudium ab. Aber nur wenige schaffen es in Regelstudienzeit. Warum? Ich würde sagen, man muss vor allem eine gewisse Disziplin mitbringen, eine Selbstorganisation, dass man sich die Tage, die Wochen selber einteilt. Zeitmanagement, das hat Christoph inzwischen drauf. Im Zugprüfraum machen er und Kommilitonin Viktoria einen typischen Bruchtest. Wir erfahren, viele Maschinenbauer konstruieren nie selbst Maschinen, sondern machen zum Beispiel Schadensanalysen. Das üben sie hier ab dem ersten Semester. Ihr Studienplan ist straff organisiert und wirkt ziemlich verschult. Stimmt's, Viktoria? Mir gefällt es persönlich besser, als wenn man nur stupide die Theorie sieht. Die sieht man natürlich auch mit den begleitenden Vorlesungen. Aber die Praktika sind auch für meinen Kommilitonen jetzt nicht belastend oder nervig, sondern eher andersrum, dass wir sagen, da geht die Zeit schnell rum, da haben wir wirklich was mitgenommen und selber mal was ausprobieren können. Moment mal. Eine Studentin im Maschinenbau? Da haben es Frauen bekanntlich sehr schwer, sich durchzusetzen. Da sieht die Spitze nämlich gut aus. Zurück in Karlsruhe treffen wir Jonas wieder. Bei Stefanie. Sie ist nicht nur Studentin, sondern sogar Chefin in einem Maschinenbauteam. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dadurch, dass ich eine Frau bin, ich schlechtere Chancen habe oder mich irgendwie mehr durchkämpfen muss. Also das spielt hier eigentlich überhaupt keine Rolle. Das sind Klischees, die man vor dem Studium hört, aber im Studium eigentlich nicht mehr hat. So. Mit ihrer Begeisterung für Technik ist Stefanie trotzdem noch die Ausnahme. Weniger als 20% der Maschinenbaustudierenden sind Frauen. Aber es werden jedes Semester mehr. An den Rädern? Hast du ihn? Ja, okay. Stefanie verbringt am KIT auch ihre Freizeit. Im Ingenieurteam der Initiative Camaro. Okay, sie entwickeln autonome Roboter für die Landwirtschaft. Maschinenbauer arbeiten hier mit Informatikern und Elektrotechnikern zusammen. Also Technik von morgens bis abends? Nein, sagt Jonas. Und jetzt bin ich gerade noch dabei, Spanisch zu lernen, weil mich die Sprache, also ich weiß nicht, immer wenn ich das hab, dann bin ich gut gelaunt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lerne das mal weiter und bin jetzt dann, habe jetzt dann zwei Kurse da gemacht und ja, werde das auch noch versuchen, dann in ein spanischsprachiges Land gegen Ende meines Masters zu kommen.
Die Globalisierung kratzt aber auch am Mythos vom Maschinenbau als Jobgarant. Ganze Industrien sind ins Ausland abgewandert. Zurück in Köln. Globale Konkurrenz erfordert neue Ideen. Und an einer forscht Christoph für seine Masterarbeit an der TH. Ein Patent konnte der Bereich Werkstoffkunde dank seiner Arbeit schon anmelden. Es geht um neue Verfahren zur Kunststoffherstellung. Langfristig ist Projektmanagement sein Ziel. Aber Manager? Passt das zum Image vom kernigen Maschinenbauer und Karo-Hemdenträger? Ja, das ist natürlich das Klischee. Ich denke, wenn man sich auch in den Hörsälen umschaut, das ist ein Klischee. Das wird man so schnell auch nicht los, aber die Realität sieht dann doch ein bisschen anders aus. Also, dem Ingenieur ist immer noch nichts zu schwer. Wie wär's mit einer Doktorarbeit am Karlsruher Institut für Technologie? So eine Perspektive kann im Studium motivieren, meint Paul. Also die ersten 4 Semester, vor allem mit den großen Maschinenkonstruktionslehre-Workshops, sind schon wirklich anstrengend und man arbeitet dann auch mal deutlich später noch, als man das eigentlich geplant hat. Und das ist auch gegen Abgaben sehr, sehr stressig. Aber wenn man erstmal die 4 Semester Grundstudium hinter sich hat, kann man sich wirklich in eine Richtung spezialisieren, die einem Spaß macht, die einen fasziniert. Ergebnis unseres Mythenchecks: Die digitale Revolution 4.0 kommt. Maschinenbauer gestalten sie mit. Sie bleiben gefragt und gut bezahlt. Kleinkariert ist am Ingenieurstudium jedenfalls nichts. Maschinenbau ist noch immer ein Studium für Visionäre mit Durchhaltevermögen. Wir sind eins. ARD.